Willkommen bei Open Source Screencast. Heute zeige ich euch, wie man einen Drucker installiert, am Beispiel des Canon IP 4500. Zuerst öffnet Firefox bzw. euren Browser, um den Linux-Treiber herunterzuladen. Canon hat diese meist. Also gehen wir auf Canon, weil wir hier als Beispiel ein Canon IP 4500 benutzen. Gehen auf Support, wählen auf der linken Seite Treiber und Software, gehen auf Software Center. Hier können wir aus einer Menge von Produkten wählen. Wir wollen einen Drucker. Also wählen wir bei Drucker unser Modell. Den IP 4500, da haben wir noch schon. Wählen unser Betriebssystem, also Linux. Klicken auf Los. Wählen den 2.10 Treiber, nicht den Debian Treiber. Wählen hier den Link. 2.8 irgendwas .h. Die Lizenzvereinbarung müssen wir jetzt nicht unbedingt lesen. Klicken auf Ich akzeptiere und dann auf Software runterladen. Software wird jetzt heruntergeladen. Dauert ein paar Sekunden. Speichern, okay. Wie man sieht, wurde schon heruntergeladen. Gehen wir mal in den Ordner. Mit Rechtsklick Archiv hier herauspacken. Dann können wir die Debian-Pakete löschen, also DEB. Und das FHQ und die Guidelines, die brauchen wir erstmal nicht. Eigentlich unnötig jetzt gerade. Dann zuerst installieren wir den CNIJ Filter Common 2. Hier. Das ist wichtig, dass wir zuerst den installieren. Root-Passwort eingeben, Software wird installiert. Dann den anderen. Root-Passwort eingeben und schon wieder installiert. So. Können die beiden dann jetzt auch löschen, weil sie installiert wurden. Können das auch hier schließen. Das können wir auch schließen, Firefox. Um es hinzuzufügen, gehen wir auf Start, Rechner, Yast, geben unser Root-Passwort ein, klicken auf Hardware, suchen Drucker, sollte oben bei Hardware sein, genau, hier, klicken auf Drucker, sehen, dass hier im Moment noch kein Drucker hinzugefügt wurde, also gehen wir auf Hinzufügen. Druckererkennung läuft. Hierbei sollte der Drucker eingeschaltet sein. Ist er auch. Jetzt werden die Treiberinformationen abgerufen, also die wir gerade installiert haben. So, wählen den Canon IP 4500 Series Version 2.8 Treiber hier. Wählen DIN A4 als Standardpapierformat und klicken auf OK. Es dauert eine halbe Minute, bevor die Druckkonfiguration erzeugt wurde. Die Zeit geht aber auch um. Unten links könnte man noch einen anderen Namen vorher noch wählen für den Drucker, aber ich lasse es einfach mal so. So, um den Drucker noch als Standard auszusuchen, gehen wir auf Bearbeiten. Wählen dann unten Standarddrucker. Klicken auf OK. Und die Druckerkonfiguration wird wieder geschrieben. Dauert wieder eine halbe Minute. In der Zeit könnte man einige Sachen noch machen, die man sonst nicht so schafft. Zum Beispiel ein Mini-Programm hinzufügen oder... Man könnte in der Zeit auch mal den Müller mal lernen. So. Wurde gelehrt. Und hier ist halt Standard und ist bereit. Klicken wir auf OK. Um es zu testen, gehe durch mal ein Bild von opensuse.org. Also, um mal zu zeigen, dass in Firefox auch das Drucken funktioniert, gehen dafür auf die Seite. In dem Beispiel gehen wir einfach mal auf Discover It, um dann hier unten die Grafiken auszuwählen. Suchen uns mal eine schöne Grafik aus, die wir mal zum Test drucken wollen. Mal was anderes als der Testausdruck. Das wäre nicht schlecht.
Wir drucken mal hier was ganz Klassisches, hier das, in dem Banner. Um zu drucken, wie man sieht, ist hier kein Druckmenü, aber wir können es mit STRG plus P. So, dann sehen wir hier unseren Drucker, hat wunderbar funktioniert, der da hinzugefügt wurde. Klicken auf Drucken, was ihr jetzt nicht mitbekommt. Er fängt hier echt an zu drucken, der Drucker. So, in dem Video habe ich jetzt mal das Bild hinzugefügt. Also ein Bild von dem Ausdruck, damit ihr sehen könnt, dass es funktioniert hat. Auch wenn das Bild leider ein bisschen unscharf ist. Meine Kamera. So, ich hoffe, es hat euch gefallen. OpenSUSE Screencast. Hier das angefügte Bild. Über eine Bewertung würde ich mich noch sehr freuen.